Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem richtig spontanen Video. Also vor 3 Stunden, ungefähr 18 Uhr oder so, kam ein neues Lied von Miami Yassin raus. Und ja, Miami Yassin, KMN Gang und so weiter, sollte man kennen. Kokaina, so einer der Hits überhaupt. Also ich kenne kaum einen, der es nicht kannte oder nicht gefeiert hat zumindest. Ja, obwohl das eine stieß das andere irgendwie aus. Ach, egal. Auf jeden Fall, Kokaina, absoluter Hit, und ich habe es übertrieben gefeiert. Danach wurde es ein bisschen ruhiger, dann kamen so ein paar so Fashion-Songs irgendwie raus, aber waren irgendwie, ehrlich gesagt, gar nicht mein Geschmack. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was wir hier bekommen. Miami Yassin Intro Resümee heißt das Ganze. Let's go. Produziert ist das Ganze von Lucry und Suena. KMN Street Volume 12. Okay, ist das ein Sampler oder habe ich irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Video ist von Fatih TV. Yay! Finde ich richtig gut, die Jungs. Okay, ja, wir lassen uns einfach überraschen, ne? Lucry am Piano oder was? Okay. Liebe für Mama Subhanallah, sie hat mehr als diese Krone verdient. Laufe den Friedhof entlang, Baba, wir sehen uns inshallah im Paradies. Kam von Jahanna mit Kokaina, achi, das war mein erstes Release. Ich wollte gerade sagen, Kokaina, das ist doch, also, ne, wie er rappt, wie er betont, wie alles, das ist doch wie bei Kokaina. Geil, ist auf jeden Fall nochmal so eine Hommage an seinen größten Hit wahrscheinlich. Und Beat, Klavier, Geigen, wow, so eine Mischung mit Autotune habe ich jetzt tatsächlich so auch noch nicht gehört. Video sieht auf jeden Fall geil aus bis jetzt, ne? Also bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht. Rein ist die Straße, mein Herz schlägt für dich und ich steig in den Mercedes Jeep. Auf Fanny und auf Shiva, sing von Schmerz wie Edith Piaf. Costa Rica, Buenos Dias, alles Gold, als wäre ich Schmieder. Freunde und Familie weinten um mich nach dem Überfall. Und der Kreis wurde immer kleiner, wusste, welche Brüder fallen. Kind von der Straße, Miami, Yassin ging damals ganz allein in den Krieg. Boah, ohne Scheiß, ich krieg so richtig nostalgische Flashbacks wie sonst immer bei Shindy. Weil Kokaina, ich weiß noch, das war wirklich, da habe ich noch bei Diesel gearbeitet, teilzeitmäßig. Und als das Lied rauskam, alle haben den Song im Laden gepumpt. Jeder konnte den Text. Und das war so ungefähr, ne, das gleiche wie bei Ohne mein Team, ne? Ohne mein Team, Kokaina, so. Boah, ich krieg gerade ein bisschen Flashback-Gänsehaut. Irgendwie sowas. Halte mein Wort für die Fans, nach dem Angriff auf mich gab es ein den Grün. Zurück zu den Wurzeln im Westpark mit dumm. Warte mal, was sagt er da? Ich gab es sein mit den Grün. Warte mal, nein, ich will das hören, was? Kind von der Straße Miami, Yassin ging damals ganz allein in den Krieg. Halte mein Wort für die Fans, nach dem Angriff auf mich gab es sein mit den Grün. Allein in den Krieg? Ein Suizid? Nee, oder? Okay, wie kann man so dumm sein? Er hat gesagt, nach dem Angriff gab es für seine Fans ein Meet and Greet. Zurück zu den Wurzeln im Westpark mit dumme Menge Tasche und 3/4 Jeans. 2016 im Sommer rief Fazit mich an und ich teilte den Kokaina, Kokaina. Kokaina. Alter, das ist sogar die Location, wo Kokaina gedreht wurde. Boah, das ist gerade übertriebene Gänsehaut, Mann. Ohne Scheiß. Auch, dass die 808 jetzt erst sozusagen anfängt und dann mit diesem ganzen Echo hinher. Kokaina. Und auch natürlich noch eine zweite Stimme, also eine runtergepitchte Stimme drunter gelegt sozusagen. Check, oh shit, Digga. Legende wie Jimmy im Kraft und die 7. Niemand von euch hatte Dortmund gepusht, so wie Miami Yassin. Sie nutzen meinen Namen als Clickbait, wieso? Ach, der heißt Miami Yassin? Ich habe immer Miami Yassin gesagt. Gut zu wissen. Wir wissen auf jeden Fall, welches Video wir noch drehen müssen. Ich weiß nur noch nicht mit wem. Entweder mit Algier oder mit jemand anderem. Aber ihr werdet sehen. Niemand von euch hatte Dortmund gepusht, so wie Miami Yassin. Sie nutzen meinen Namen als Clickbait. Wieso verbreitet die Halbwahrheiten? JJO auf dem iPhone-Display. Alle verrückt wie auf Shutter Island. Cassia war ein Geniestreich. Cashflow wie ein Kredithai. Damals mit den Brüdern immer nur gefreestyled. Hype steigt wie der Benzinpreis. Gordon Gekko will die Millis. Hand in Hand war ich mit Iblis.
ja, ja, kauf ich Casal oder Cartier Brillis. Offshore-Konten in Rasselheimat, Giuseppe Zanotti aus Schlangenleder. Business-Meetings im Jogginganzug, so wie Italiener in der Mafia-Ära. Welcome to Miami, alla Manolo. Boah, das ist, ohne Scheiß, das ist genau der Miami, sag ich mal, den ich früher genau so gefeiert hab. Ne? Wie aber die letzten Songs irgendwie nicht waren. Also kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ich hab's zumindest nicht so gefühlt. Hier muss ich sagen, kann aber natürlich wieder dieses Typische sein von wegen, wie auch bei Samples, ne? Wenn Raf Camora ein Sample aus den 90ern oder 2000ern oder so nimmt oder irgendein anderer Künstler, dass man sich direkt so wohl fühlt, weil man es kennt und weil man es vielleicht schon mal gefeiert hat oder so. Und hier muss ich halt sagen, es sind sehr viele Anlehnungen an Kokaina und Kokaina habe ich gefeiert. Also es war ein verdammt schlauer Move, ne? Das muss man schon sagen, weil ich fühle mich direkt wohl bei dem Song, oder ich fühl den direkt. Oribera, Narben im Gesicht, ich füll mein Bankkonto mit Paper. Ciroc Peach, Superior Sweet, DMs von Models wie Gigi Hadid. Wesh, Kiefer, Schnaffis im Café, Platin-Interpret wie Justin Timberlake. Luxus-Apartment in... Platin-Interpret wie Justin Timberlake. Der gefällt mir, der Reim. Der gefällt mir, der Reim. Eine Riffe am Ballen im Jersey der LA Clippers. Kam vom Fossil zu Jacob & Co. Nur noch die Nieren in Steak-Restaurants. Mit Musikvideos mehr Luci Crino als 99,9%. Autotune schon seit 2010, Bro. Ich fing mit dem Trap an als Coke-Boys-Fan. Fake Friends in den Krisenzeiten weg. OVO, Hoodie, Disco, Eigencap. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Massiv, weil Massiv sagt ja auch so, dass er diesen Ghetto-Rap so nach Deutschland gebracht hat und im Endeffekt dankt ihm keiner mehr dafür oder keiner weiß eigentlich, dass dieses Street-Ghetto-Ding eigentlich nur wegen ihm so besteht, sag ich mal, sagt er ja auf jeden Fall, des Öfteren, ne? Und das erinnert mich auch so ein bisschen daran, von wegen Autotune-Hook seit 2010, ne, so ein bisschen, ich hab's erfunden, nicht Flair. Bille mit Shows nach dem Riesen-Hyper-Check, K-Man auf der Juice-Titel-Seite, check. Warte mal, was sagt das? Suena. Eieiei, also da muss ich sagen, hat mir verdammt gut gefallen. Diese Mischung aus organischen Instrumenten, sag ich jetzt mal, also Klavier, Geige und dann halt Trap-Elementen, 808, Drums und so weiter. Und ja, und darauf seine Stimme mit Autotune so, der Anfang war komplett Gänsehaut, finde ich. Danach wurde es zu einem normalen Song, in Anführungszeichen, weil auch die Mischung so, dieses klassische, sanfte Klavier mit Trap, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört. Ich höre sonst immer nur so Psycho-Melodien, wenn's Klavier sein soll, oder so abgehackte, geslicete Melodien oder sonst was. Von daher, das finde ich definitiv auch was anderes. Gänsehaut für mich am Anfang, wo er so, sich daran erinnert, die ganze Story und die ganze Geschichte und Kokaina und so. Wow, okay, hat mir verdammt gut gefallen, kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Freut mich, dass er mal wieder einen Song hat, der mir auf jeden Fall gefällt und meinem Geschmack entspricht. Wie fandet ihr den Song? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, morgen kommt ein Beat online um 15 Uhr. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und Donnerstagnacht um 0 Uhr kommt wie immer natürlich ein Video auf YouTube. Aber weil ich am Freitag wegfliege, streamen wir auch direkt Donnerstagnacht. Also wenn ihr ungefähr, sag ich mal, ab 1 Uhr Bock und Zeit habt, werden wir streamen und neue Songs abchecken. Mal gucken, wie viele. Mein Flieger geht, glaube ich, um 6 oder irgendwie sowas. Mal gucken. Wir werden wahrscheinlich nicht schlafen. In dem Sinne, macht es gut. Peace.